Hallo. Hier geht es jetzt weiter mit einem Beispiel zu C++. Und hier möchten wir gerne uns mal die Palindrome anschauen. Zunächst einmal, was sind Palindrome? Ich habe jetzt wieder die Wikipedia hier offen. Und zwar versteht man unter einer Zeichenkette, die von vorn und von hinten gelesen gleich bleibt. Palindrome müssen nicht immer Sinn ergeben. Die Zeichenkette allerdings muss mit den Zeichen von vorne und von hinten in der Reihenfolge halt übereinstimmen. Das habe ich hier wieder abgebildet. In der Standard-Lib-Facility ist wieder unser Keep Window Open und die Header-Datei. Und jetzt zur eigentlichen CPP. Wir haben hier jetzt unsere Main. Und hier als kleine Besonderheit haben wir jetzt eine Direktive Define angelegt und sagen dem Präprozessor damit, er soll dieses Ausgabe nutzen und wir sparen uns damit sehr viel Schreibarbeit, weil er das hier alles selbstständig dann übernimmt. Hier wird dann einfach der Inhalt, was hier drin steht, ausgeprintet. Und dasselbe gilt hier natürlich für das True und False. Also auf die Überprüfung hin hier wird dann einfach eben das True oder False halt zurückgegeben, ob es ein Palindrom ist oder nicht. Also schauen wir in unsere Compare. Wir haben jetzt hier einfach Übergabeparameter, einen konstanten Char-Pointer und eine normale C-Variable. Ja, hier mit der if wird einfach dann gefragt, sind denn überhaupt über zwei Zeichen eingegeben worden, weil ein einstelliges Palindrom macht ja erstmal eigentlich gar keinen Sinn. Und ob es ein Palindrom ist, ist ja Definitionssache. Gut, also mehr als zwei Zeichen, dann gelangen wir automatisch in unseren Else-Block. Und jetzt wird einfach geschaut, ist der Wert, der an erster Stelle und an letzter Stelle hier steht, überhaupt ein alphabetischer Buchstabe. Also es wird einfach hier gesagt, schau nach, ob es ein Buchstabe ist. Ja, und ansonsten wird dann nochmal überprüft, ist der Wert links, wo wir uns befinden, denn gerade eben ausschlaggebend dafür gewesen, dass hier dann am Ende False herauskommt. Das heißt also, links befindet sich irgend solch ein Sonderzeichen, zum Beispiel hier mit den drei Punkten oder hier mit der Leertaste hier dargestellt. Dann soll er einfach nochmal returnen, das Ganze mit z plus 1 und n minus 1. Ansonsten, also, wenn demzufolge hinten der Wert nicht alphabetisch ist, dann soll er vorne nochmal denselben nehmen und hinten dann einfach hier ist n minus 1. Gut, das dazu, dann haben wir hier noch unseren Block. Also, was passiert, wenn die beiden Zeichen, wo wir uns gerade befinden, überprüft werden, ob die halt identisch sind. Dann soll er, falls das erfolgreich war, also die gleich sind, einfach links 1 hochzählen und rechts minus 2. Ist das nicht der Fall, ist es kein Palindrom. Er kann also gleich direkt dann false zurückgeben. Und jetzt schauen wir uns das Beispiel hier an. Und wir sehen, alles sind Palindrome außer das letzte. Beim letzten fehlt halt rechts hier ein D an der Stelle vom C und der Rest ist eigentlich so selbsterklärend. ABC, CBA, ABC, CBA, ABC, CBA und AB, C können wir ignorieren, BA und hier haben wir einfach gesagt to lower, also zum kleinen Buchstaben. Wenn wir das nicht drin hätten, dann wäre hier auch false. Aber wir sind jetzt nicht so case-sensitive hier, daher da auch true. Gut, das also zu Palindrom. Falls Sie ihn ja nicht kannten, können Sie hier denn einmal damit überprüfen. Also so viel dazu. Okay?